Säunte. Mein Gott, bin ich froh, wieder mal hier in Säunte auftreten zu können, in dieser herrlichen Halle. Es gibt ja jetzt nicht nur in Kaltensundheim, sondern auch in Frankenheim solche wunderschönen Säle, groß in Frankenheim, als man das gebaut hat. Da fand man unten im Erdreich so eine Art Klingeldraht. Seit der Zeit behaupten die Frankenheimer, sie haben die Telefonie erfunden. Als das hier gebaut worden ist, weiß ich noch genau, als der Oskar noch gebuddelt hat hier. Die Alten werden sich daran erinnern können, da hat man keinen Draht gefunden. Was ist die Quintessenz? In Kaltensundheim wurde das Handy erfunden. Aber nein, ich bin ja Sachse. Nein, eigentlich wurde es ja in Dresden erfunden, das sogenannte Saxophon. Naja, gut. Es gibt ja in der Physik eine ganz böse Haken und Enken und solche. In Meiningen hat man jetzt im Gymnasium die Physiklehrer verklagt. Dein Vater, einer 16-jährigen Tochter, hat die Physiklehrer jetzt verklagt. Die haben gelernt im Physikunterricht, klar, dass in einem Auto bei Gewitter nichts passiert. Ja, jetzt ist sie schwanger. Also, das sind so Sachen. Das passiert hier nicht in diesem wunderschönen Gymnasium. Deswegen Säunte! 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 Ja, hab ich gesagt. Oh, alle Leute, es ist wie immer. Es ist wie immer, es dürfte gleich per stolziert sein. Erst oben auf der großen Bühne. Der Chef. Und Bert ab Tene 3? Ja, der Hausmeister. Ja, ja, ja. Mach nicht wie immer. Also das, vielleicht so, das war früher anders, ne? Wer ist da vorne weggelaufen? Der Herr Hausmeister. Und Bert ist Tene 3 gedappt? Der Genosse Direktor. Ja. Komm bei mir. Es ist doch völlig. Bei mir gibt's kein oben und unten. Nee, nur ein drinnen und ein drü. Mensch, komm endlich auf die Bühne, Mann. Es ist ohnehin schon fast zu spät. Wieso zu spät? Mir schaffe das. Ja, da siehst du, da freut. Wo warst du denn so lange? Ja, in unserer Frankener Erstaufnahmestelle. Wo? Im Getränkeshop. Getränkeshop. Getränkeshop ist doch keine Erstaufnahmestelle. Mensch, sowas gibt's doch nur für Flüchtlinge. Weißt du, wie viel Frankener sich jeden Abend dort hier flüchtet? Außerdem... Es heißt ja auch nicht Flüchtlinge, sondern das sind Migranten. Die Frankener? Die doch nicht. Die sind doch schon hier. Was? Die sind schon da. Die Frankenheimer sind schon hier und nicht die Migranten. Ach so, ja. Also ich und ist gleiche Flüchtige, Migranten. Ich habe sogar Fürnächte Gulasch nach türkischer Ort gegessen. Ja. Dort danach habe ich den Wirt auf Deutsch gefragt. Du sag ihm was daran türkisch. Na und? Der Hund hieß Sultan. Und dann, Chef, wo sind sie nun, die Migranten? Hier gibt's doch noch gar keine. Noch nicht. Oh, was erzählst du jetzt wieder für einen Schwachsinn? Mensch, Herr, spielt der Überschlau wieder Chef und ich. Ne? Du bist der Hausmeister. Ja, klar. Ja. Ich bin der Hausmeister, der platzschwatzt und fremdenfeindliche Sprüche klopft. Was denn für fremdenfeindliche Sprüche? Ich bitte dich. Ja, nicht. Nächte mod ich das Publikum frech. Boss steht beim muslimischen Rollstuhl vor, hinne auf dem Rollstuhl. Achtung, Islam. Ach.
Erzähl doch niemand so ein Witze. Darüber. Ja. Darüber macht man keine Witze. Macht nun keine Witze, wer hat's dann aufgeschrieben? Du? Ja, aber du betonst das falsch, Mensch. Ach, jetzt bin ich schuld. Ja, freilich. Ja, wer schreibt dann die beknackte Texte? Ne? Jeder denkt, dass ich nicht all die Latte umzahlen. Ne? Wisst ihr, was ich in Mund frech? Chef, wohnen Menschen auf dem Mond? Hä, natürlich nicht. Was mit ich sagen? Doch, da brennt doch jeden Abend Licht. Also ich bin nicht bescheuert, bloß weil der Großchef mit seiner... Mit seinem Hochdeutsch. Dativ, mein Lieber. Dativ. Bi-tief. Das sind die Fälle im Deutschen, zum Beispiel Dativ, Genitiv. Geni. Der Fall kenne ich. Denkst du, ich weiß nicht, was genital ist? Doch nicht genital, mein Dativ. Dritter Fall. Ja, bei dir vielleicht, bei mir ist der erste. Manche. Sag, man muss schon wieder rumferkeln. Rumferkeln? Mensch, das hat schon der alte Goethe ausgerufen. Was hat der Goethe ausgerufen? Auf Genitalien. Ja. Der hat ausgerufen auf Genitalien. Das ist was ganz anderes. Übrigens, was hast denn du mit Goethe zu tun? Du mit Goethe? Ich dichte. Oh. Bist du wohl unter die Klempner gegangen? Ich dichte Reime. Reime, der dichte Reime. Ja. Zum Beispiel für unser Getränkeshop. Alkohol macht Birne hohl. Birne hohl gibt Platz für Alkohol. Oder? Nee, die haben es schön von, wirklich. Und ich und da waren die total begeistert für den Sportverein, habe ich alles gemacht, für die Fußballer. Ne? Alle pinkeln in die Rinne. Nur der Coach nicht, der liegt drinne. Die fahren es gut. Das ist doch keine Reimerei, das ist Fäkalienlyrik, Mann. Fäkalienlyrik. So lang habe ich gesessen, habe mir den Kopf zermattert im... Im Arbeitszimmer. Im Getränkeshop. Im Getränkeshop. Ja. Immer wieder die Gehirnwendige mit Gale durchgespult. Und wie lange hast du gespült? Bis zur Vollendung. Halt. Laster sind schädlich und verkürzen das Leben. Ein Laber ohne Laster ist nicht länger. Es könnte einem nur länger führen. Ja, aber das ist doch was anderes, Mann. Weißt du denn nicht, wenn du zu viel Alkohol trinkst, zu viel Alkohol geht nicht nur aufs Gehirn, sondern führt zu einer temporalen, genitalen Festigkeitslücke. Was für eine geniale Lücke? Eine genitale. Eine genitale Lücke. Bist du als Säudenk? Wieso denn altes Säudenk? Du bist, Mann, eine Festigkeitslücke. Mensch, impotent. Du kannst nicht gleich Deutsch geschwatzt. Klugscheißerjung. Schwatzt geschwollen, der Herr. Dann süßt schon nicht mehr, oh, schwillt. Also, sollst doch gleich. Wer zu viel säuft, wird impotent. Ja, genau, richtig. Und laut Statistik sind das 50% der Männer über 50. 50% der Männer über 50, also jeder Zweite. Jeder Zweite? Was guckst du denn so? Du hast gesagt, jeder Zweit. Eins.
Mann, das hat er mit mir nichts zu tun. Oh, da könnte ich dir ein paar Geschichten erzählen, mein Lieber. Geschichte? Oh, ja, Geschichte erzählen. Ja, ja, genau. Jeder Invalide schwatzt gern vom Krieg. Frag doch mal das Publikum. Das Publikum? Richtig. Auf deine Verantwortung. Mach mal. So, da hat's gesagt, ne? Da will ich euch immer frech. So, all die Impotente heben mal die Hand. Ja. Es ist noch schlimmer, wie ich gedacht habe. Wie soll denn schlimmer? Es meldet sich ja kein Einziger. Aber die kriege ich ja noch nicht einmal einen Arm hoch. Ach, sind wir dann. Komm. Was ist denn nun mit deiner Frankenheimer Schnapslyrik? Halt! Keine Schnapslyrik. Das ist Galle-Poesie. Weißt du, wenn dir nichts Besseres einfällt, dann musst du dir eben Reime oder Gedichte ergoogeln. Was für Kugel? Googeln, updaten. Oh, du Scheiße, jetzt schwatzte wie sächsisch. Sächsisch. Mit Google jemanden updaten. Pass auf, dass sich der Thüringer Verfassungsschutz nicht als Terrorist einstuft. Unser Verfassungsschutz, der ist so geheim, der weiß selber noch nicht mal, dass es ihn gibt. Ha! Weißt du, außerdem bekomme ich deshalb mehr Rente. Warum? Als Terrorist? Ach. Unsinn, weil ich Dresdner bin. Dresdner? Ja. Nuklor! Ja, genau. Da gibt's wohl auch noch Pegida-Zulage oder in Service? Völliger Quatsch, du Frankenheimer Poet. Die 40 Jahre Rhön werden mir angerechnet. Hab ich dir schon mal erzählt, als Kriegsgefangenschaft. Und, mein Lieber, und wenn ich noch in Frankenheim wohnen würde, da würde ich noch eine Buschzulage dazu kriegen, mein Lieber. Eine Buschzulage. Da wirst du aber gucken. Ach, so, hier. Ha. Aber als Kalt-Nordheimer. Ja, Kalt-Nordheim. In Kalt-Nordheim. Ja, Kalt-Nordheim. Kalten Nordheim. Denkst du nur, weil als dort seid, du, Mattfatze. Das ist auch wieder falsch. Ich bin ja Sachse. Das ist schlimm genug. Das ist schlimm genug, Leute. Bist du dann schon eingedeutscht? Oh, du eingedeutscht, Mensch. Ich bin schon längst integriert. Noch schlimmer. Wieso denn? Ich bin schon längst integriert, mein Lieber. Ich bin, weiß der Boss, der bist. Ein integrierter, Pegida-geschädigter Mattfatzer. Mit sächsischem Migrationshintergrund. Warte. Shalom, Waldi. Shalom, Waldi. El Shalom. Scha. Willst du mich noch mehr aufregen? Shalom heißt Friede. Friede. Und El Shalom heißt El Friede. Ach, das ist doch völliger Blödsinn, Waldi. Der versteht nichts, Waldi. Und googeln und updaten ist nicht sächsisch, sondern Computersprache. Warst du noch nie in einem Chat? Klar. Im Düsenchat nach Mallorca. Chat ist doch kein Flugzeug, sondern ein Chatroom. Das ist ein fiktiver Raum, in dem die User twittern. Hey Chef, jetzt sollst du aber winken. Wieso denn? Du hast doch gesagt, die User twittern fiktiv. Doch nicht Loser, User. Und fiktiv heißt, dass etwas nicht real existiert. Es wird sich nur vorgestellt. Ja. Ah. Die stelle sich das nur für. Die arme Sau. Wieso denn? Alle twittern, sogar Ramelow und auch katholische Priester. Priester auch? Na klar, und sogar der Papst twittert. Boss, der schnappt sie als nur. Quatsch, das ist doch völliger Blödsinn. Der Papst in Rom.
Der dürft sich das auch nicht vorstellen. Ja. Deshalb predigte immer Orbi et Masturbi. Sag mal, hast du noch nie getwittert? Na klar. Hey. Aber noch nie in einem Flugzeug. Und schon gar nicht fickt, wie heißt das? Ja. Mensch, hör auf. Twittern ist, wenn zwei oder mehrere miteinander kommunizieren. Mehrere. Freilich. Mehrere kommunizieren. Es wird immer versalter. Also ich sollte mehrere kommunizieren, indem sie miteinander twittern. Twittern. Mehrere? Ja. Das ist doch gleich Gruppensex. Wir wollen doch nicht rumfergeln. Erstens hat es nicht mit Gruppensex zu tun. Und zweitens ist Kommunikation kein Gruppensex. Das gab es schon früher. Sogar schon in der DDR gab es das Kommunizieren. Boss, jetzt Gruppensex. Mann, kommunizieren. Verstehst du? Verstehst du? Freilich, verstehe nicht. Streithampel. Gruppensex hieß aber anders da. Mensch, hieß anders. Wie soll es denn gehießen haben? Staatsakt. Und ich wollte ansehen, und schon damals muss ein Schwarzer dabei sein. Ja, na klar. Wegen der Solidarität? Nee. Damit sie wussten, wann so einmal rum waren. Ach, das ist der Herr. Noch, da ist das Auto nochmal. Sicher, das ist keine Antwort für mich. Du hast keine Ahnung von neuen Medien. Sag mal, hast du wenigstens in deinem Auto ein Navi? Navi? Genau. Meinst du die Weiberstimme, die man immer will, wo es lang geht? Ja, na freilich, dafür ist doch ein Navi da. Mensch, die versaut mir jeden Spaß, das ist mir klar. Also, ich hatte mal eine Frau im Auto und da behauptet die Navi-Zicke, ihr Ziel liegt vorne links. Dabei saß die hin rechts. Ne? Also, und bin so in ein Waldwerk, ey, will bin ich, ne? Und dann hat sie gesagt, bitte wenden. Und dann hatte ich es endlich geschafft und war kurz fürm Twittern. Oh Mann. Und da hat sie gesagt, ihre Route wird neu berechnet. Ja. Keine Ahnung. Ja, weil du keine Ahnung hast, weißt du. Du musst dich mal ein bisschen qualifizieren. Versuch's doch mal mit einer Computerspezialistin oder sowas. Computerspezialistin? Ja. Hör mal auf mit deiner. Also, ich habe mal einen gehört, ne? Wir haben eigentlich ganz schön zum getwittert. Und da hat die, also noch 3 Minuten, hat sie mich gerade mal in Ruhe gelassen. Dann kam sie wieder an, hat mich ins Ohr gebispelt. So, jetzt wollen wir den Kleinen mal wieder schön hochfahren. Sag mal, hast du wenigstens dein Handy? Klar, nicht ihr Handy. Oh. Sag mal, ist das noch zum Aufziehen? Hey, das ist doch kein Handy, das ist eine altägyptische Grabbeilage. Damit kann man ja nicht mal ein Selfie machen. Nicht mal ein Selfie. Was für ein Elfie? Twitter die auch? Mensch, Selfie ist ein Selbstbild mit dem Handy. Angela Merkel hat im letzten Sommer auch mit einem Migranten getwittert. Ach, Blödsinn, ein Selfie gemacht. Könnte mir das auch? Freilich, wir zwei machen jetzt ein Selfie und wer ist der Migrant? Na du. Wieso denn ich? Nur wer von uns zwei ist dann ein sächsischer Wirtschaftsflüchtling? Ach, geil, ja. Hey, du musst lächeln. Angela Merkel hat damals auch noch gelächelt. Noch gelächelt. Egal, sie hat gelächelt. Gelächelt. Ich habe schon gedacht, sie hätte sie auf den Kopf gestaut. Mensch, mach doch mal. Achtung, pass auf. Jetzt denk mal an was Schönes. Twittern. Quatsch, an unsere schöne
Willkommenskultur. Ja, so? Wir schaffen das. Ja, siehste. Bist du dir sicher? Ganz sicher. Und wieso? Bei dir haben wir es hier auch geschafft. Freunde! Hello!